Was geht ab, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung? Ja, seit über einer Woche ist jetzt das DLC Dächer der Stadt für Anno 1800 für alle freigeschaltet und somit spielbar. Und wir wollen uns jetzt in einer kleinen Videoserie in den nächsten Wochen einfach mal genau anschauen, die verschiedenen Bereiche des DLC, was könnt ihr damit alles anfangen und für wen ist vielleicht was dabei. Und heute, ja heute, starten wir mit dem Schönbau und somit mit den Ornamenten. Ja, und damit ein herzliches Hallo und Willkommen hier zur mehrteiligen Videoserie zum Anno-DLC Dächer der Stadt. Heute geht's wie gesagt los mit dem Schönbau und ich möchte voranschicken, natürlich könnt ihr auch mit den Hochhäusern, mit der Anordnung der Hochhäuser, mit den neuen Industrien, mit den Kaufhäusern insgesamt Schönbau betreiben. Wir wollen uns aber in diesem Video hier speziell mit den Ornamenten, die uns das Dächer der Stadt DLC mitgeliefert hat, beschäftigen. Und die finden wir hier unten in unserem Baumenü bei den Investoren in einem eigenen Reiter Dächer der Stadt. Wenn wir da mal draufklicken, sehen wir, es gibt insgesamt 10 Stück, 10 neue Ornamente, die aber teilweise auch noch vielfältige Einsatzmöglichkeiten bieten. Und das schauen wir uns jetzt näher an. Ich habe hier schon mal so eine kleine gepflasterte Fläche hingebaut, damit wir die Sachen mal so nebeneinander bauen können. Und wir fangen einfach ganz klassisch chronologisch oben links an mit dem kleinen Scheinwerfer. Den setzen wir hier so hin. Man sieht schon, das Tolle ist, dieser kleine Scheinwerfer, der ist also nicht einfach nur da und wird so hingebaut, sondern der tut sogar was. Der leuchtet und bewegt sich so ein bisschen. Wir gehen mal komplett in den Nachtmodus, da kann man das Ganze etwas besser sehen. So, dieser Scheinwerfer beleuchtet also irgendwas, was ihr davor gebaut habt und bewegt sich. Der muss sich aber nicht bewegen. Wenn wir den kleinen Scheinwerfer anklicken, sehen wir hier, dass man hier durchschalten kann. Das ist Einstellung 1 von 2. Wir gehen mal wieder hier hin. Und jetzt Einstellung 2 von 2. Dann hätte ich den kleinen Scheinwerfer auf eine bestimmte Stelle fixiert und der bewegt sich nicht mehr. Kann ich hier also durchschalten. So viel mal zum kleinen Scheinwerfer. Gehen wir weiter. Es gibt neben dem kleinen Scheinwerfer als zweites Ornament auch noch den großen Scheinwerfer. Den setzen wir mal daneben. Man sieht schon, also wenn man sich die beiden jetzt hier im Verhältnis anguckt, ist der natürlich wesentlich größer einfach schon. Wir gehen wieder in die Nacht und sehen, dass auch der entsprechende Strahl, der produziert wird, sieht man am besten, wenn man so ein bisschen dahinter geht, hier so, dass der dementsprechend größer ist. Und natürlich kann ich auch beim großen Scheinwerfer wieder hier durchschalten und den ganzen Scheinwerfer fixieren, sodass die beiden Scheinwerfer eben schön auf eine Stelle leuchten. Weiter geht's als nächstes hier mit dem Modell eines Wolkenkratzers. Das ist also so ein Denkmal quasi, wieder ganz schön gemacht. Wir sehen also relativ schmal mit so einem Wolkenkratzer-Denkmal da drauf. Ja, und das Schöne ist, hier unten sind wieder Bänke dran, da sind Mülleimer. Und wenn wir sowas haben, das kennen wir ja schon, wir können hier direkt mal in die Ego-Ansicht reingehen. Wir sehen das nämlich hier, die Leute, die nutzen dieses Ornament wieder. Das ist also nicht irgendwas, was man nur baut, sondern das wird interaktiv von unserer Bevölkerung genutzt. Sowas mag ich persönlich ja zum Beispiel immer total gerne, wenn das Ganze nicht einfach nur mega statisch ist. Als nächstes noch sowas, etwas kleineres. Gerade hatten wir vier Kacheln, also 2x2 groß. Und hier das Ganze jetzt mit einer Kachel nur. Und zwar nennt sich das Ganze Globus-Skulptur. Auch das gucken wir uns mal ein bisschen aus der Nähe an. Wir haben so einen Globus mit so einem Adler oder Falken obendrauf. Wir gehen auch mal in die Ego-Perspektive, um uns das Ganze, sind wir ein bisschen weit gelaufen, etwas von nahem anzuschauen. So sieht das Ganze aus, ja. Die Globus-Skulptur, also auch sicherlich schön in die Stadt integrierbar, das Ding. Als nächstes, und jetzt wird es richtig, richtig spannend, gibt es hier den Heißluftballon. Und wenn wir den bauen, sieht man schon, wir haben hier nur so eine Station am Boden. Die bauen wir jetzt einfach mal hier so an die Kante unserer Heißluftballonstation. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, Nanu, wo ist denn da ein Heißluftballon? Ja, also erstmal sieht man hier nur so eine Station. Die Leute sind wieder voll dabei. Interaktives Ornament. Wenn wir aber jetzt mal rausscrollen, und ich mache mal gerade schon mal hier die UI aus, wir scrollen raus, dann sehen wir, der Heißluftballon, der ist eine Etage höher. Der ist hier oben und der fährt tatsächlich über unsere Insel oder über diese Station hinweg jetzt und existiert dann oben in der Luft. Das finde ich eine ganz schön coole Nummer. Wir können da mal näher rangehen. Ups, das war zu nah. Da sitzen auch zwei Herrschaften drin, die gucken sich gerade ein bisschen um. Und der bewegt sich hier so ein bisschen. Also, Aussicht garantiert, das ist der Heißluftballon bzw. die Heißluftballonstation. Kleiner Nachtrag noch zum Heißluftballon. Der fährt also auch runter. Der ist nicht die ganze Zeit nur in der Luft und schwebt da rum, sondern der fährt eben auch in seine Station zurück, um dann neue Leute einzuladen, wie wir jetzt hier sehen können. Gleich wird er wieder aufsteigen. Ich guck mal, ob wir das noch mit drauf kriegen. Ansonsten melde ich mich gleich nochmal, sobald der Heißluftballon sich bewegt.
So, gerade rechtzeitig noch die Taste erwischt. Jetzt sieht man hier, ich scroll ein bisschen raus, der Heißluftballon steigt wieder auf. Also, das ist ein richtig schönes interaktives Ornament. Da wird richtig was geboten, da passiert was. Nicht einfach nur eine statische Geschichte. Gefällt mir sehr gut. Daumen hoch. Und somit wären wir schon in der zweiten Zeile unserer 10 Ornamente hier angekommen aus dem DLC Dächer der Stadt. Und jetzt kommt was, das finde ich richtig, richtig cool. Ich habe beim ein oder anderen Schönbau-Video, was ich hier auf diesem Kanal gemacht habe, immer mal wieder erwähnt, dass mir eigentlich, wenn man keine Mods installiert, also wirklich in der Anno 1800 Vanilla Edition spielt, mir irgendwie zu wenig Wasserornamente da sind. Ich finde Wasser immer sehr, sehr beruhigend und finde auch Wasser immer sehr, sehr schön, auch in Innenstädten. Und, na Gott sei Dank, es gibt noch mal einen Springbrunnen. Und zwar sogar einen richtig großen. Schaut mal, 4x4 Kacheln ist der groß. Ja, also ein neuer Springbrunnen, den wir einbauen können. Auch hier wieder, die Leute nutzen den, setzen sich auf den Rand, Kinder spielen drin. Wir können das hier auch nochmal ausschalten. Da kommt unser Heißluftballon wieder. Ja, also finde ich auch richtig, richtig gut. Da passiert was. Geht an und aus das Ding, verändert ab und zu mal seine Struktur, wie er hier das Wasser in die Luft bläst. Also finde ich richtig, richtig schön. Und jetzt kommt aber das absolute Highlight. So finde ich jedenfalls, was jetzt den Schönbau bei Dächer der Stadt angeht. Wir gehen direkt mal weiter, denn es gibt hier diese Wasserspiele, die wir bauen können. Also, das Ganze verhält sich wie folgt. Wenn ich ein einzelnes baue, sieht das erstmal so aus. Ich habe also hier ein solches Wasserspiel, was dann dementsprechend an- und ausgeht und Wasser nach oben katapultiert. Kennt man aus der ein oder anderen Innenstadt sicher. Das Tolle ist jetzt, ich kann hier wieder durchschalten und kann das verändern. Und man sieht jetzt, das verhält sich so ein bisschen wie die Hecken, die wir haben in diesem Spiel. Und wir können also hier die unterschiedlichsten Anordnungen für diese Wasserspiele jetzt wählen und die beispielsweise als Begrenzung nehmen. Gehen wir doch mal hin und sagen hier, Mensch, wir wollen also jetzt hier definitiv das Ganze so ein bisschen mit diesen Wasserspielen umranden. Und schon sieht man, haben wir hier eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja, so wie so eine Art Begrenzung oder Mauer oder Hecke eben nur aus diesen Wasserspielen. Da kann man jetzt theoretisch auch, wenn wir hier sagen, naja, das soll hier noch weitergehen in die Richtung, kann man hier auch Kreuzungen bauen. Ich kann hier wieder durchschalten und kann halt verschiedenste Kreuzungen auswählen. Hier gibt es also auch wieder dieses Menü dementsprechend. Ja. Also da ist der Fantasie jetzt keine Grenzen gesetzt. Man könnte zum Beispiel auch, fällt mir jetzt gerade spontan nur so ein, wenn wir jetzt sagen, hier, wir möchten so eine runde Geschichte bauen, ich baue einfach mal 4 nebeneinander, dann hat man hier so einen kleinen Kreisspringbrunnen, 4x4. Auch das wäre zum Beispiel denkbar. Also, da bin ich sehr, sehr gespannt, was die Kolleginnen und Kollegen aus dem Schönbau sich da alles einfallen lassen. Aber ich weiß schon, dass ich die Dinger sicherlich das ein oder andere Mal mehr benutzen möchte, denn das gefällt mir richtig, richtig gut. So, im Hintergrund plätschert es jetzt hier natürlich wie Bolle. Wir lassen uns aber nicht davon abbringen, uns auch noch die letzten 3 Ornamente hier aus dem Dächer der Stadt DLC anzuschauen. Da wäre zum einen die sogenannte Turmreklame. Skyline Tower steht da auf so einem großen Schild drauf. Gut, ist dabei. Brauche ich jetzt nicht zwingend, wem es gefällt. Vielleicht wird es da noch eine schöne Möglichkeit geben, das irgendwie einzubauen. Mir fällt im Moment noch nicht so richtig was ein. Aber jetzt wird es nochmal sehr interessant, denn wir können mehr Farbe in unsere Natur, in unsere Stadt bringen. Und zwar mit der Kirschbaumbank. Ich baue hier einfach mal 3 Stück so hin. Ja, wir sehen also, wir haben diese weiß gefärbten Kirschbäume hier, die einfach ein bisschen mehr Lebendigkeit auch in das Baumbild bringen sozusagen. Wir haben unten eine Bank drumherum, die auch eifrig wieder von unseren Einwohnern genutzt werden müsste. Da setzen sich also definitiv auch Leute drauf, habe ich schon gesehen. Und das Ganze gibt es auch noch, wenn ihr es außerhalb der Stadt oder vielleicht in kleinere Dörfer bauen wollt. Ich mache das mal hier hinten. Gibt es das Ganze auch noch mit dem grünen Grasuntergrund, sodass das Ganze nicht so ganz so urban aussieht. Ja, ich werde demnächst auf jeden Fall nochmal ein Video machen, in dem ich dann versuche, diese Ornamente auch möglichst schön in meine Stadt einzubauen. Da zeige ich euch dann noch, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr noch nicht so den Zugang zum Schönbau gefunden habt, dann guckt euch doch gerne auch mal meine Schönbau-Tutorials an. Da gibt es mittlerweile zu jeder Bevölkerungsschicht ein eigenes, zu den Bauern, zu den Arbeitern, Handwerkern und so weiter. Ich verlinke euch hier oben einfach mal das letzte, das war zu den Investoren. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag und ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick über diese Dächer der Stadt-Ornamente erhalten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Heinz.